Ach, du bist auch schon da? Mit dir habe ich ja noch gar nicht gerechnet. Naja, was soll's. Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ja, es ist wieder soweit. Neuer Vlog ist da. Und ich würde sagen, wir haben viel zu tun. Wir haben viel zu beschnacken. Ich habe viel zu zeigen. Von daher würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal wieder so einen ganz klassischen Vlog. Das sage ich irgendwie gefühlt jedes Mal. Aber naja, ist egal. Wir starten direkt rein. Es geht los. Und ja, mal gucken, was ist alles noch so passiert. Ich werde jetzt nicht einfach diesen Monat strikt machen, sondern so viel, wenn ich eben meine, ich bin fertig mit dem Vlog, dann passt das auch einfach, dann mache ich ein Video fertig. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Es gibt viel, 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 was ich zeigen kann. Es ist viel passiert, trotzdem ich wenig Zeit hatte, irgendetwas zu filmen. Das merkt man ja auch mittlerweile, es kommen unregelmäßig Videos. Ich versuche das immer alle 2 Wochen zu schaffen, aber ich schaffe es nun mal eben nicht ganz regelmäßig. Von daher, ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Es hat sich ordentlich was getan. Hier steht jetzt im Flur ein wunderschönes Case. Das habe ich mir tatsächlich schon vor einiger Zeit geholt für mein ganzes Zeug von der Fotografie, von der Videografie. Das ist ja doch mittlerweile schon einfach ein bisschen mehr geworden. Und da ist jetzt mein komplettes Zeug drin. Und ja, da mache ich jetzt einfach mal auf und filme da mal ein bisschen was rein. Ja, und das Coole daran ist einfach, dass hier jetzt alles so ziemlich drin ist, was ich an Fotografie- und Videografie-Kram besitze. Ich habe das ganze Case mit Akustikschaumstoff ausgekleidet und den habe ich tatsächlich ganz billig auf eBay Kleinanzeigen geschossen. Sorry, es heißt ja nur noch Kleinanzeigen. Egal, ich sage irgendwie immer noch eBay Kleinanzeigen. Naja, verteufel mich dafür nicht. Das Case habe ich auch von eBay Kleinanzeigen, sorry, Kleinanzeigen. Und deswegen sieht es auch schon ein bisschen used aus. Ich wollte auch ein bisschen anderen Look haben, weil so neue Cases, die sehen dann irgendwie immer ein bisschen doof aus. Deswegen schön benutzt. Ein paar Rostflecken, die Scharniere sind nicht mehr hundertprozentig, aber ist auch völlig egal. Hier ist alles tatsächlich drin. Kameras, Stative, alle passen rein. Und natürlich auch ein kleiner Koffer hier, wo der ganze restliche Kram drin ist. Und naja, keine Angst, wenn ich auf Shooting fahre oder rausgehe zum Fotografieren, nehme ich nicht mehr das ganze Case mit. Ich sammle mir dann vorher einfach zusammen, was ich brauche. Und dann gehe ich einfach raus und da kommt dann der ganze Kram rein, den ich eben halt so brauche. Ja, und somit sind wir dann schon direkt mit den Neuerungen im und am Case fertig. Das heißt, naja, der Koffer kommt hier wieder rein. Eine Kleinigkeit, die sich noch verändert hat. Naja, Koffer zu, Kleinigkeit, die sich noch verändert hat. Ich habe jetzt hier noch eine Rolle gelbes Panzertape drin, die ich zufällig beim Einkaufen gefunden hatte und dann einfach direkt mitgenommen habe. Somit kommt dann eben auch die Kameratasche hier direkt rein. So, und dann kommt das Case eben wieder zu. Was genau alles jetzt in dem Case drin ist und woraus mein ganzes Equipment besteht, das klären wir natürlich nochmal in einem anderen Video. Das möchte ich jetzt nicht hier im Zuge dieses Vlogs machen, sondern da fahren wir irgendwo an eine schöne Location und packen das gesamte Case einfach einmal aus und schauen dann einfach mal, was da alles so drin ist, was alles aktuell zu meinem Kameraequipment zählt und ja, packen das dann auch wieder ganz genau zusammen ein. Eine weitere Neuerung ist das hier. Ein richtig, richtig cooles Objektiv. Ja, ich muss sagen, ich habe tatsächlich wieder zugeschlagen und ja, das hat mich einfach in den Bann gezogen. Eine 42,5 mm Festbrennweite mit einer Blende von 1,7. Ein richtig, richtig cooles Objektiv. Das macht richtig Spaß, damit zu fotografieren. Ist quasi wie ein 85 mm Objektiv auf Vollformat, weil ich einen Crop-Faktor von 2 habe. Und das ist echt richtig, richtig cool. Es ist richtig winzig, also im Verhältnis zu meiner Hand einfach sehr, sehr klein, aber sehr, sehr wirkungsstark. Und von daher, ich habe es mittlerweile lieben gelernt. Ist mit eines meiner Lieblingsporträtobjektive jetzt schon. Und ja. Es ist neu in der Sammlung und richtig, richtig, richtig cool. Ja, außerdem neu ist dieses kleine Teil von GoPro tatsächlich ein Ladegerät. Bei diesem Ladegerät sind tatsächlich auch 2 Akkus dabei. Das sind diese neuen Enduro-Akkus, die bei hohen oder extremen Temperaturen einfach dennoch sehr, sehr leistungsstark sind. Habe ich tatsächlich schon ausprobiert. Die halten tatsächlich nachts, beziehungsweise halt für Zeitraffer oder kältere Temperaturen, in diesem Falle tatsächlich länger. Und das ist ganz cool, da kann man dann einfach 2 Akkus reinstecken und die dann einfach aufladen. Und mit den anderen Akkus, die ich dann habe, kann man dann einfach ganz entspannt über USB diesen Akku laden. Andererseits habe ich auch für die GoPro eine neue Klappe. Da ist tatsächlich ein kleines Loch drin.
wo man ein Kabel durchführen kann, dass die GoPro einfach eine Klappe drauf hat, der Akku geschützt ist und dennoch ein Kabel drin hat. Das ist sehr, sehr cool für Autobahnzeitraffer, wie ich auch schon eingemacht habe, dass ich dann einfach die GoPro über Dauerstrom versorgen kann und halt eben auch für besagte Nachtzeitraffer. Wenn ich zum Beispiel eine ganze Nacht oder eine längere Zeit am Stück mit der GoPro aufnehmen will, dass ich dann nicht einfach den Akku wechseln muss und zwischendurch eine Pause habe, sondern einfach über Dauerstrom mit dieser Klappe und einem Kabel dann die GoPro mit Strom versorgen kann. Das ist sehr, sehr praktisch und war tatsächlich eine Anschaffung, die ich schon lange vorhatte und jetzt sie tatsächlich endlich gemacht habe. Ich finde es richtig, richtig cool und das GoPro-Setup hat sich somit auch wieder erweitert. Naja, der ein oder andere hat eben schon im Shot bemerkt, dass sich hier auch ein bisschen was verändert hat. Ich zeige die Wand einmal nochmal jetzt so. Der Tisch steht immer noch da. Aber es fehlt so ein bisschen was. Und da habe ich tatsächlich jetzt eine relativ coole Idee gehabt, wie ich doch mal ein bisschen was verändern kann, um es einfach nochmal ein bisschen anders, ein bisschen cooler aussehen zu lassen. Und da zeige ich euch jetzt einfach mal, wie ich mein Setup nun wieder umgebaut habe. Ja, so sieht das Studio jetzt aus. Da oben stehen die ganzen Kartons von den richtig coolen Sachen, die ich habe. Und mir macht es immer wieder richtig Spaß, sowas auch umzugestalten, einfach, weil man dann einfach auch nochmal auf neue Ideen kommt oder man kommt irgendwie auf eine Idee, etwas anders zu machen. Ja, ich habe nur noch einen Bildschirm, das habe ich mir jetzt so gebaut, weil ich aktuell es einfach auch nicht so viel brauche, das Setup, dass ich sage, ich brauche unbedingt einen zweiten Bildschirm. Es war dann überflüssig. Ich hatte es mal probiert zu drehen, damit einfach mehr Platz zu schaffen. Es bringt mir aber aktuell einfach nichts. Und da rüste ich dann lieber irgendwann auf einen besseren, größeren Bildschirm, also einen wohlbemerkt, auf, anstatt da zwei irgendwie blöde zusammengewürfelte zu haben. Und so funktioniert es aktuell auch. Ich kann alles machen, was ich sonst auch vorher gemacht habe und ich komme mit einem Bildschirm auch super zurecht. Es ist schön, einfach das Setup so zu haben. Es sieht alles ein bisschen cleaner, ein bisschen geordneter aus. Die Wand gegenüber mit den Sechsecken dran sieht auch cool aus. Von daher, ja, so ist das Setup jetzt. Ich finde es richtig, richtig cool. Von daher, ja, schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du dazu meinst, wie du es siehst. Brauchst du unbedingt zwei Bildschirme? Reicht dir einer? Hast du einen besonders speziellen Monitor? Ich bin da tatsächlich auf der Suche nach einem Monitor, der gut ist, der für Fotobearbeitung, Videoschnitt gut ist, dementsprechend eine hohe Auflösung hat und eine relativ große Bildschirmdiagonale. Meiner ist jetzt 24 Zoll, von daher gerne eine Nummer größer. Also wenn du eine Empfehlung hast, schreib es mir gerne in die Kommentare, da freue ich mich natürlich drüber. Und ja, was soll ich mehr sagen? Setup ist jetzt wieder cool und clean, auf eine andere Art und Weise, von daher lässt sich doch so sehr schön arbeiten. Der ein oder andere kennt vielleicht noch diesen Koffer und da war ja vor dem Case mein ganzes Zeug drin, beziehungsweise das Zeug, was ich wirklich immer regelmäßig bei Aufnahmen oder Ähnlichem brauchte. Und ja, was habe ich jetzt mit diesem Koffer angestellt? Naja, ganz einfach. In diesem Koffer ist jetzt jegliche andere Technik drin, die noch irgendwie rumgeflogen ist. Natürlich habe ich den auch schön mit Schaumstoff ausgekleidet am Deckel und hier ist jetzt alles Mögliche drin. Eine Ersatztastatur, hier noch irgendwie Kabel, irgendwelche Adapter, LAN-Kabel, eine Maus, die ich da unten drin noch, hier noch mehr LAN-Kabel, eine Mehrfachsteckdose. Also alles Zeug, was irgendwie so rumfliegt und nicht immer gebraucht wird, aber schon häufig. Hier sind noch Mauspads drin, also wirklich alles, was irgendwie
zur Technik, zum Equipment gehört, entweder nicht immer dabei sein muss oder nur selten gebraucht wird. Hier zum Beispiel Datenkabel, die nicht relevant sind direkt, alte Audiokabel, das ist alles Zeug, was noch funktioniert, aber nicht jeden Tag in Benutzung ist. Ja, und da kommen dann natürlich auch wieder so Sachen rein wie eine weitere Maus, noch ein Netzteil mit einem USB-Kabel und so weiter. Das kommt natürlich alles in diesen Koffer rein. Und der wird dann nämlich wieder ganz einfach in die Bettschublade gequetscht. Und dann ist er aus den Augen und stört nicht rum, fliegt nicht irgendwo rum und ja, ist somit super verstaut. Wenn ich ihn immer brauche, komme ich da leicht dran, kann ihn aber natürlich auch irgendwohin mitnehmen, wenn ich da irgendwo spezielle Kabel oder diese ganzen Kabel an sich einfach brauche. Als weitere Neuerung kam etwas dazu, was nicht direkt was mit Technik zu tun hat. Es hat was mit Kopftechnik zu tun quasi. Und zwar habe ich mir ein Buch gekauft. Ich weiß nicht, vielleicht kennt jemand das. Ich habe es in der Buchhandlung im Urlaub gesehen und dachte mir so, wow. Ich habe es aufgeschlagen und habe einfach schon auf den ersten Seiten gesehen, das ist ein Buch, was ich unbedingt brauche. Richtig, richtig coole Ideen einfach auch für Fotos, Fotomotive. Immer ein kleiner Text dazu geschrieben, einfach eine Aufmachung von Buch, die mir sehr, sehr gefällt. Und gerade in der Zeit, wo ich nicht so viel Zeit generell habe, ist so ein Buch tatsächlich cool. Mit kurzen Texten, mit Bildern, die mich einfach inspirieren. Wenn ich keine Idee habe, was ich fotografieren soll, schaue ich in dieses Buch rein und schaue mir da Bilder an, gehe dann folglich raus und habe neue Inspiration, habe Motivation. Und das motiviert mich einfach, dieses Buch. Von daher ist es von mir einfach eine Empfehlung. Ich habe den Link mal in die Videobeschreibung gepackt, also kannst du dir das da auch gerne einmal anschauen. Ja, vielleicht hast du es mitbekommen, ich habe die Videobeschreibung mal wieder aktualisiert. War ja auch Zeit, mal wieder da ein bisschen Ordnung reinzubringen. Deswegen klick einfach gerne jetzt mal in die Videobeschreibung rein. Schau dir einfach mal so an, auf welchen Social-Media-Kanälen ich außerdem noch aktiv bin, außer hier auf YouTube. Und folg mir da natürlich auch ganz gerne mal rein. Gerade auf Instagram bin ich sehr, sehr aktiv. Da kommt jeden Tag ein neues Bild von mir, von meinen Fototouren. Und da schreibe ich auch immer einen kleinen Stichwort zu einfach. Und schau mir da gerne auch die Kommentare an und schau mir da gerne die Meinung an, was ihr da zu meinen Bildern sagt. Von daher folgt mir gerne mal auf Instagram. Und wenn ich im Urlaub bin, poste ich da auch tatsächlich sehr viele Stories. Oder wenn gerade irgendwas los ist, was ich in der Story zu zeigen habe, dann kommen da natürlich auch ein paar Bilder. Also schau da gerne mal vorbei, klick dich durch die Videobeschreibung durch und schau dir gerne meine ganzen anderen Kanäle noch an. Ja, wenn du jetzt in die Videobeschreibung geschaut hast, dann hast du vielleicht auch den Reiter Brunch im Atelier gesehen und vielleicht hast du auch mal drauf geklickt und geguckt, was da so los ist. Ja, Brunch im Atelier ist ein Projekt, was ich zusammen mit einer Freundin gestartet habe und wir machen tatsächlich Fotoshootings mit Bodypaint. Das heißt, unser Model wird erst bemalt und dann machen wir anschließend Fotos. Und dazu sind in der letzten Zeit auch ordentlich Sachen dazugekommen zum Equipment, die ich natürlich nicht nur für Brunch im Atelier nutzen werde, sondern auch für meine Fotos und so weiter. Und das ist tatsächlich auch ziemlich cool. Einerseits eine Reihe Sticker, das sind Aufkleber, die wir dann auch gerne mal dem Kunden mitgeben oder einfach auf unsere Produkte auch einfach draufkleben. Von daher ist das richtig, richtig cool. Es ist das erste Mal, dass ich mit dem Thema Aufkleber ein bisschen beschäftigt habe, was man da beachten muss und so weiter. Von daher habe ich dann eine coole Website gefunden, wo man das einfach so bestellen kann. Außerdem ein Scheinwerfer. Da waren wir auf eine richtig coole Idee gekommen, Hintergrund einfach ein bisschen anders zu gestalten mit Licht. Und außerdem braucht man generell einfach einen Scheinwerfer. Dafür habe ich mir diesen hier von Eurolight geholt. Ist jetzt nichts besonders Heftiges, Krasses einfach. Er ist cool, er funktioniert, es ist mega, mega schönes Teil. Und vor allem war uns wichtig, dass wir das über USB alles haben, weil wir ja nicht immer an Orten sind, wo wir Strom haben. Und deswegen mussten wir alles über Powerbanks machen mit unserem Licht. Und meine Scheinwerfer sind ja auch alle über Powerbank und Akkus kann ich ja auch alles über Powerbank laden. Von daher war es wichtig, dass das über einen USB-Port funktioniert. Apropos Powerbank und Energieversorgung, in dem Zuge kam auch eine neue Powerbank dazu. Das ist die Anker Powerbank. Welche genau steht das hier drauf? Doch, genau, das ist die PowerCore Essential 20.000. Link dazu habe ich auch nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Das war unsere Lösung jetzt für
den Strom, die war gerade reduziert, deswegen habe ich mir die einfach geholt. Und über diese Powerbank kann man dann ganz einfach das Handy mal laden, ein bisschen irgendwie Musikbox laden oder halt auch eben genau dieses Licht laufen lassen. Und das ist tatsächlich ziemlich cool. Ja, außerdem kam noch was dazu, gerade für unseren Ordner. Das interessiert jetzt vielleicht nicht jeden direkt, aber ich fand es auch cool, mich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Visitenkartenhüllen, das ist eine Klarsichtfolie für einen Ordner, kann man hier erkennen, wo Visitenkarten genau reinpassen. Und da haben wir jetzt unsere Visitenkarten schön drin und die sind richtig, richtig, richtig cool. Eine andere Neuerung, die ich noch gerne zeigen würde, die steht hier, dafür nehme ich einfach mal die Kamera in die Hand. Ja, das ist nämlich nichts Geringeres als ein wunderbarer, rosaner, kleiner Beistelltisch. Ich weiß nicht, vielleicht, ja. Kennt den jemand? Das ist so ein wunderbarer IKEA-Tisch. Natürlich habe ich den nicht bei IKEA gekauft, sondern bei Kleinanzeigen, um einfach auch so ein bisschen diesen Secondhand-Handel zu unterstützen, weil ich das auch aktuell sehr gerne mag und mache. Ich verkaufe ja auch meine Bildschirme aktuell auf Kleinanzeigen. Also schreibt mich da auch gerne mal an in den Kommentaren oder ich habe einfach mal einen Link in die Videobeschreibung gepackt, zu den Sachen, die ich aktuell auf Kleinanzeigen habe und verkaufe. Und ja, da habe ich dann einfach mal gestöbert und diesen wundervollen Tisch gefunden. Und der ist jetzt sehr cool in unserem neuen ja, Repertoire an Accessoires mit drin. Cool daran ist auch einfach, dass man den so auseinandernehmen kann und einfach ein Tablett hat. Der ist schön klein, da passt alles drauf. Das ist genau richtig für uns. Von daher ist das unser kleiner Beistelltisch für die Shootings. Ich wollte auch einfach noch mal ein kleines Update zu meinen Pflanzen geben. Einige haben das ja ein bisschen mitverfolgt hier, wie es meinen Pflanzen so geht. Ich war ja auch jetzt in den Sommerferien im Urlaub und habe da nicht so viel ja, gießen können. Und dafür muss ich echt sagen, sind die echt ganz gut geworden wieder. Ja, die hier ist sehr groß, sind auch zwei kleine Pflanzen drin, sieht man auch da unten. Hier auch, die sind nicht so fett geworden. Hier haben wir tatsächlich auch den Bambus, der ist sehr groß geworden. Und ja, hier nochmal eine, die sehr schön kommt. Und da nochmal zwei, die jetzt auch mittlerweile sehr, 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 sehr schön sind. Von daher, ja, gefallen mir die Pflanzen auch immer wieder sehr, sehr cool. Ich mag ja diese Wasserlilien sehr. Von daher, nur mal so als kleines Update. Der Palme hier, der geht's auch sehr, sehr gut. Naja, mal gucken, ob sie richtig gut wird doch. Aber das ist dann halt eben so, aber. Ja, ich finde es cool, ich habe es gerade gegossen und ich liebe einfach dieses Geräusch, wenn das Wasser so in die Erde einzieht. Das knistert dann immer so ein bisschen. Das ist mega, mega, mega schön. Von daher, ja, die versorge ich auch immerhin noch weiterhin. Von daher, ja, Pflanzen gedeihen fröhlich auf meiner Fensterbank. Ja, weiter geht's. Irgendwie ist das hier der Vlog um die Cases, weil ich habe jetzt tatsächlich noch ein kleines Case geschenkt bekommen. Das ist gar nicht so groß. Ich zeig das mal. Also das hier ist der Unterbau vom Case, da war mal ein bisschen Zeug drin. Das ist der Deckel, ist ziemlich cool, noch ein paar Sachen drauf und das wird alles sauber gemacht. Das werde ich mir jetzt fertig machen, also komplett auseinandernehmen erstmal und mir dann so fertig machen, wie ich es brauche. Und da soll natürlich auch wieder Akustikschaumstoff rein und den werde ich mir eben aus dem Keller holen. Da habe ich ja noch was vom letzten Case über. Ja, und dann würde ich sagen, baue ich das mal ein bisschen zusammen und diesmal stelle ich auch einfach mal da die Kamera auf, dass du siehst, wie ich das alles so mache. Also, ich würde sagen, Zeitraffer ab und let's go! Thank you.
So, das Zimmer ist jetzt wieder einigermaßen aufgeräumt. Alles hat wieder seinen Platz. Der Akustikschaumstoff ist wieder zusammengerollt und der Schreibtisch steht auch wieder vernünftig aus. Und jetzt wird noch das Case ein bisschen sauber gemacht und dann wird es eingeräumt. Also quasi fertig. Ja, das war's dann auch schon wieder mit diesem Vlog. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Mir hat es jedenfalls sehr Spaß gemacht, ihn für dich aufzunehmen. Das war mal so ein kurzer, kleiner Einblick in mein Leben. Bisschen ging es da auch um die Cases, beziehungsweise auch um das Case. Mir gefallen sie auf jeden Fall sehr. Schreib mir auch gerne deine Meinung dazu in die Kommentare. Ich verabschiede mich und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Abonnieren und liken nicht vergessen.